Lange wurde der Freibad-Eröffnungstag herbeigesehnt. Am Montag konnten dann die Türen zum Südbad geöffnet werden. Wegen der Corona-Pandemie 4 Wochen später als in den Vorjahren. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel wagten sich die ersten 100 Badegäste ins 20 Grad frische Wasser des Schleichersees. Natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln. Also sind die klassischen Hygienemaßnahmen, die auch schon in der Stadt bekannt sind. Die Abstandsregelung natürlich, dass man wirklich genug Abstand zu so anderen Gästen hat. Am Einlass, in den Sanitärgebäuden und am Imbiss sollte man einen Mundschutz tragen, um auch andere Gäste zu schützen. Dort ist auch zum Beispiel bei den Sanitäranlagen ist die Anzahl limitiert, die gleichzeitig die Anlagen nutzen dürfen, auf 4 Personen. Und ansonsten natürlich auch in der Anlage die Decke etwas von Nachbarn wegrutschen und beim Schwimmen natürlich ein bisschen Abstand halten. Aber ansonsten sollte man hier sein Badevergnügen natürlich auch genießen und alles auch wie sonst nutzen können. Solange geringe Infektionszahlen, die Verordnungen von Land und Stadt sowie das solidarische Miteinander harmonieren, sei die Freibadsaison in diesem Jahr gesichert. Durch die Auflagen, die in der Corona-Krise für Freibäder gelten, gibt es jedoch auch Veränderungen beim Kartenverkauf. Dieser ist momentan nur online möglich. Die Tickets gibt es über unsere Webseite, über unseren Online-Shop. Man kann sich dort immer ein Ticket für den jeweiligen Tag raussuchen. Da gibt es verschiedene Zeitfenster, das heißt, ich kann mir überlegen, ob ich um 10 früh ist oder am Nachmittag gehen will. Wir wissen dann immer, wie viele Gäste zeitgleich ungefähr hier eintreffen werden, können das also ganz gut regulieren. Und dann bekomme ich mein Ticket aufs Handy und komme mit dem Handy hierher und kann das dann am Drehkreuz einlösen. Also man kann direkt ins Bad dann gehen. Auf diesem Weg soll der persönliche Kontakt an der Kasse so gering wie möglich gehalten werden. Nur ein kleines Kontingent an Eintrittskarten ist vor Ort für ältere Besucher vorrätig. Allerdings ist dabei nur Barzahlung möglich. Insgesamt habe der Kartenverkauf bis jetzt gut funktioniert. Also zum einen haben es die Gäste erstmal gut angenommen, auch wenn sowas natürlich immer ein bisschen Umstellungszeit braucht. Es gibt noch einige Fragen und viele, die natürlich erstmal gucken müssen, was gibt es dieses Jahr, welche Karten gibt es, welche gibt es nicht. Wir haben dazu auch mal so eine FAQ-Liste gemacht, also wo man auf der Internetseite schon mal die wichtigsten Fragen im Prinzip sich anschauen kann. Ansonsten beraten unsere Mitarbeiter hier vor Ort natürlich auch alle Gäste noch mal intensiv, dass man weiß, wie es funktioniert. Aber bis jetzt hat es gut geklappt und die Gäste nehmen es auch gut an. Mit dem Start der Freibadsaison ist Susanne Zetzmann bereits heute sehr zufrieden. Auch im Ostbad soll schon bald wieder geplanscht werden dürfen. Hier laufen zurzeit noch vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung des Hygienekonzepts. Voraussichtlicher Eröffnungstermin hier ist der 15. Juni. Bis dahin und für die kommenden Monate wünschen sich die Verantwortlichen viele sonnige Tage und verantwortungsvolle Badegäste.